Die Ex-Reichsbahn E-Loks der Baureihe 143 von DB Regio fahren heute nicht mehr. In den 2000er Jahren gibt es auch noch diese Wendezüge. Heute ist der Steuerwagen vom Typ Karlsruher Kopf bereits Geschichte. Auch die Baureihe 628 ist weitgehend von der Bildfläche verschwunden. Auch die Leistungen Frankfurt am Main, Würzburg oder nach Bamberg sind fast ersetzt. Heute fahren überwiegend Twindex-Triebzüge. Ebenso verändert ist das Bild im Güterverkehr. DB 151er gibt es nicht mehr. Nur noch Private fahren mit der sechsachsigen E-Lok. Auch die Baureihe 140 ist schon lange bei der DB außer Dienst. Bei DB Cargo fahren heute nur noch Drehstrom-E-Loks. Begleiten wir einen Güterzug auf den letzten Metern bis zum Hauptbahnhof. Rechts hat DB Regio seine Werkstatt. Das Gleisvorfeld ist in den letzten 50 Jahren immer wieder verändert worden. Schon lange werden alle Zugfahrten durch ein modernes elektronisches Stellwerk gesteuert. Das ist ein Güterbahnhof, ein Güterteil. Das ist hier ein Personenbahnhof. Der Güterzug rollt am alten Hausbahnsteig ein. Nach einem kurzen Halt darf 185, 182 weiterfahren. DB Regio Bayern hat auf den Triebzug der Baureihe 440 gesetzt. Auf mehreren Relationen sind die dreiteiligen Einheiten unterwegs. Wie wir wissen, fahren seit 1991 ICE auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke von und nach Hannover. Ein ICE 1 nach Hamburg rollt ein. Rund 4 Stunden wird der ICE bis nach Hamburg unterwegs sein. Bis nach Hannover sind es nur rund 2 Stunden und 30 Minuten. Die lange Wagenschlange bahnt sich den Weg über die Gleise. Aus dem Führerstand sieht es dann so aus. Links fährt eine 111er mit ihrem Wendezug Richtung Gemünden. Über eine Rampe fädelt sich die Neubaustrecke aus. In einer Rechtskurve wird am Kilometer 325,8 der 579 Meter lange Steinbergtunnel durchfahren. Er ist der erste von 66 Tunnel der Schnellfahrstrecke. Nur kurz ist die Fahrt über die Dürrbachtalbrücke. Kurz danach wird der rund 2 Kilometer lange Rossbergtunnel durchquert und somit das Stadtgebiet von Würzburg verlassen. Würzburg ist nicht nur ein wichtiger Bahnknoten im Fern- und Regionalverkehr, sondern auch im Güterzugbereich. Viele Züge rollen über die Nord-Süd-Strecke oder kommen über den Spessart aus westlicher Richtung in Gemünden dazu. Eine typische Szene in Würzburg-Zell.